Hallo meine lieben Freunde, wir wollen uns heute mal über Streaming unterhalten. Warum? Es gibt einen Anlass und zwar Apple hat mal wieder einen ganz großen Coup verkündet. Am 30. Juni wird es Apple Music in Deutschland geben, das heißt ein hauseigenes Apple Streaming Produkt. Für 9,99 Euro könnt ihr dann dementsprechend von euren Apple Produkten auf die gesamte Vielfalt der Musik im Netz zugreifen und dementsprechend konsumieren, was ihr konsumieren wollt. Das ist zugegebenermaßen dasselbe Prinzip wie bei Spotify. Spotify ist eine schwedische Firma, die mit 8 Milliarden Dollar börsennotiert ist, allerdings keine wirklichen Gewinne einfährt, eigentlich eher große Verluste. Diesen Dienst gibt es in Deutschland schon eine ganze Weile. Sie sind Marktführer und haben etwa 60 Millionen Kunden. 15 Millionen davon zahlende Kunden. Die anderen können tatsächlich auch gratis auf die Musik zurückgreifen, müssen dafür allerdings Werbeeinblendungen akzeptieren. Sie haben 20 Millionen Songs unter Lizenz. Du kannst dir die Songs als zahlender Kunde sogar runterladen und offline auf deinen Geräten hören. Das ist quasi schon fast wie besitzen. Sprich, du bekommst für den Preis einer CD im Monat alles. Das klingt natürlich so verlockend, dass es nicht verwunderlich ist, dass die Musikbranche im letzten Jahr zulegen konnte, denn schon alleine das Streaming ist um 75,8% gewachsen. Wird also ein ziemlich großes Business, allerdings hat das natürlich auch Auswirkungen auf andere Sparten. Logischerweise verringern sich die Verkäufe von Downloads bzw. physischen Datenträgern. Tja, und wer hat das natürlich gemerkt? Apple, denn die Gewinneinbrüche bei iTunes waren immanent und dementsprechend dachte man sich, ja, verdammt, was könnten wir dagegen tun? Scheiße, Trend verpasst, wir müssen hinterher. Sie kaufen Beats Music, die haben so einen gewissen Streamingdienst, auf dem bauen sie jetzt nun quasi ihren Apple Music auf und das ist natürlich jetzt schwierig, würde man denken, wenn es nicht Apple wäre, denn irgendwie muss man ja berechtigterweise erklären, warum das neue Produkt auf dem Markt sinnvoller ist als zum Beispiel Spotify. Es gibt drei große Argumente, mit denen Apple lockt. Und das wären zum einen, dass man eine Familienlizenz kaufen kann. Das heißt, wenn man eine Familie hat, kann man für 5 Euro mehr im Monat 6 Lizenzen insgesamt haben. Ich habe nur 5 Finger an der Hand, deswegen habe ich das jetzt nicht gezeigt. 6 Lizenzen. 15 Euro. Das ist natürlich nicht schlecht, allerdings muss man bedenken, dass man dazu ja Apple-Produkte braucht, um das überall abspielen zu können. Naja. Nächstes Argument, es wird quasi eine Live-Radio-Show geben, extra nur für die User von Apple Music. Das wird dann live in New York, in Los Angeles und in London rund um die Uhr aufgezeichnet. Es wird auch Interviews geben und das ist dann quasi exklusiv. Und der nächste Punkt ist dann wiederum, dass Musikexperten rund um die Uhr damit beschäftigt sein werden, Musiklisten anzufertigen, die aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, wenn du eine ganz besondere Musikrichtung favorisierst, besondere Bands gut findest, dann können sie dir quasi mit einer vorgegebenen Liste helfen, neue Bands zu finden. Dann fragen wir jetzt mal, ob das notwendig ist. Ja, Radiosender gibt's im Internet wie Sand am Meer. Da kann man ja alles hören, was man hören will, weltweit. Dementsprechend weiß man nicht, ob man jetzt diese Funktion wirklich braucht. Und diese zugeschnittenen Listen, die gibt es ja bei Spotify auch schon. Und wie gesagt, Spotify bekommst du auch kostenlos, wenn du halt die Werbeeinblendung akzeptieren kannst. Es gibt in Deutschland bereits 15 Streaming-Angebote. Dementsprechend ist die Konkurrenz eigentlich groß. Allerdings, iTunes hat 800 Millionen potenzielle zahlende Kunden. Da nun Apple Music mit iTunes verbunden wird, die 800 Millionen potenzielle Streaming-Dienstnutzer. Das heißt, wenn auch nur ein Zehntel der iTunes-User zum Streaming übergeht, ist Apple einfach sofort Marktführer, ohne jegliche Anstrengung. Wenn man jetzt bedenkt, dass es ja genug Konkurrenzprodukte gibt, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, warum man denn nun Apple benutzen sollte oder ob man Apple überhaupt benutzen sollte oder warum es genauso kommen wird, wie ich gesagt habe, dass Apple jetzt einfach so Marktführer wird. Das liegt an der Bequemlichkeit. Man hat dieses Apple-Produkt und kann da einfach alles drauf machen. Man braucht nichts Externes mehr und man kann mit einem Fingerzeig quasi zu seinem Streaming überwechseln. Hat alles on board, muss keine Daten eingeben. Und das ist einfach die Faulheit der Leute, die dazu führt, dass man einfach alles zusammen haben möchte. Ja, aber warum unterhalten wir uns jetzt eigentlich darüber? Ja, dann lass doch Apple Marktführer werden. Das Problem an der Sache ist nämlich folgendes. Dadurch, dass Apple einen so unglaublichen Marktanteil hat, wird Streaming dadurch natürlich wesentlich populärer, als es momentan bereits schon in Ansätzen ist. Was ist denn eigentlich Streaming? Streaming ist, als ob man in seiner eigenen Medienbibliothek blättert, allerdings ist da wesentlich mehr drin und man braucht Internet, um darauf zurückgreifen zu können. Meistens ist es kostenpflichtig, aber anders als bei YouTube kann man davon ausgehen, dass beim Künstler auch Geld ankommt. Laut der Welt sind es wohl zwischen 0,6 Cent und 0,84 Cent pro Aufruf. Da könnte man jetzt denken, hey,
Hervorragend, die Künstler verdienen daran ja was. An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel bringen, um auf den Punkt der Problematik zurückzukommen. 2012 habe ich die Band The Last Hangman auf dem Rock im Betonwerk Festival gesehen und ihnen ein Album abgekauft für 10 Euro, sind 9 Songs drauf und die findet man auch bei Spotify. Jeder dieser Songs liegt etwa, ja, es liegt alles unter 1000 Aufrufen, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal bestenfalls davon aus, jeder Song 1000 Aufrufe. Insgesamt 9000 Aufrufe für das ganze Album. Rechnen wir das jetzt mal um, 9000 Aufrufe, jeder davon 0,84 Cent, sind wir bei nicht mal 8 Euro, was diese Band mit Spotify verdient hat, dafür, dass ihre Songs überall in voller Länge kostenlos hörbar sind. Das heißt, ich alleine habe der Band bereits mehr Geld gegeben. Selbst wenn man berücksichtigt, dass da noch Produktionskosten für die CD dabei auflaufen, habe ich für die Band schon mehr Geld gebracht, als die ganze Zeit, die bei Spotify alle Lieder kostenlos anzuhören sind. Meine lieben Freunde, ich habe ja ein bisschen die Angst, dass es irgendwann normal sein wird, die ganze Zeit Spotify oder Apple nebenbei laufen zu lassen, dementsprechend gar keine CDs mehr zu brauchen und der Künstler damit so paar Cent hingeschmissen bekommt und dass es im Endeffekt irgendwann so läuft, dass der Künstler auf einer Art Honorarbasis arbeitet, wie man als YouTuber arbeitet, dass man einfach hofft, dass irgendjemand draufklickt und Content ins Netz stellt, der für jeden zugänglich und kostenlos zur Verfügung steht. Und da bin ich ganz großer Feind davon. Ich bin ja auch der Meinung, dass man als Musiker durchaus die Berechtigung hat, Geld zu verdienen, schon alleine, weil ja auch das Hobby unglaublich viel Zeit und Lebensenergie frisst. Dadurch, dass es jetzt wieder total gehypt werden wird und zum neuen Trend auserkoren, könnte es irgendwann dazu kommen, dass Streaming so normal ist, dass man überhaupt nie auf die Idee kommt, sich wieder eine CD zu kaufen oder irgendwo Geld direkt für Musik auszugeben, also für einen einzelnen Künstler auszugeben. Und es dann irgendwann so hinausläuft, dass viele gar nicht mehr in der Lage sind, Musik zu betreiben, weil ja wirklich dann gar nichts mehr bei rumkommt. Und das ist doch momentan schon schlimm. Ja, momentan ist doch die finanzielle Lage für Musiker schwierig. Wenn man als Musiker sich über Wasser halten will und wirklich als Musiker leben will, dann braucht man mehrere Bandprojekte und muss nebenbei noch als Roadie arbeiten oder als Lehrer. Man hat natürlich auf der anderen Seite dieses Argument, ja, dadurch, dass man im Internet alles frei zugänglich hat, kann man natürlich auch mehr Leute erreichen. Ist richtig, aber die Leute kaufen nicht dein Zeug. Ich habe zum Beispiel die Hoffnung, dass ich dadurch, dass ich The Last Hangman, die Band hier erwähnt habe und normalerweise so, sagen wir mal, 7000 Leute hier erreiche, dass wenn nur 10% oder sagen wir, wenn nur 1% der 7000 Leute sich das Album kauft, da kann sich mal wieder einer der Band eine neue Gitarre zum Beispiel kaufen. In diesen Zahlen denke ich zum Beispiel. Aber um am Ende nochmal auf den Metal zurückzukommen. Es ist ja tatsächlich so, dass die Metal-Gemeinde die treueste Gemeinde ist, die man sich als Musiker eigentlich wünschen kann. Zumindest haben das Spotify-Statistiken ergeben, die Metal-Fans sind mit Abstand die treuesten Fans, die am meisten für ihre Musik investieren, die sich die meisten CDs kaufen, die meisten Sachen immer wieder streamen auch. Ja, also Songs nicht nur einmal hören und dann zum nächsten interpreten und sondern dabei bleiben und einer Band auch treu sind. Und ich meine, wir kennen das doch alle, wenn wir eine CD von irgendwem haben, dann wollen wir natürlich auch alle CDs haben. Und ich benutze Spotify zum Beispiel auch, aber ich benutze Spotify dahingehend, dass ich Musik höre und dann gezielt nach Dingen suche, die ich noch nicht kenne, um dann, wenn es mir gefällt, eine CD zu kaufen. Ja, und ich bin Student und verdiene jetzt auch nicht so Knülle, aber ich investiere mein Geld zum Beispiel in Musik. Muss ja nicht jeder machen, aber überlegt euch doch mal, wenn ihr auf Spotify unterwegs seid und da am Tag 1000 Songs anhört oder wie viel ihr da an Musik hört, was da für Lebenszeit dahinter steckt und was die Künstler dann im Einzelnen davon kriegen. Und das gruselt mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Ja. Aber gut, was soll man bei YouTube sagen? Ja, kriegt man ja noch weniger. So, meine lieben Freunde, wie gesagt, Streaming an sich vielleicht gar nicht so eine scheiß Idee, allerdings nur damit verknüpft, dass man auch wirklich sich hinterfragt, ob man dem Musiker nicht trotzdem noch irgendwie so ein paar Euros in die Tasche steckt und sich das Album dann wirklich doch kauft, ja. Wie gesagt, Kreativität stirbt irgendwann auch, wenn man nichts mehr zu essen hat und der Körper stirbt. Meine lieben Freunde, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Dort unten eure Meinung zum Streaming und euer Streamingverhalten. Würde mich mal interessieren, ob das bei uns wirklich so populär ist, wie das auch in den Statistiken und in dem Artikel tatsächlich dargestellt worden ist. Ob die Metalheads wirklich so eine starke Streaming-Front sind oder eher nicht so. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ich bin der dunkle Parabelritter und Ahoi Brause.